Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Moin. Moinsen. Zum heutigen Livestream, Punkt. Ich bin etwas überrumpelt, weil gerade die Frage kam, ob wir heute vierfach spielen. Ich denke, ich habe ja mit Yuki Kontakt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass sie heute einfach released ist, Mann. Ich möchte eigentlich meinen Spielstand. Moinsen erstmal. Erstmal Moinsen. Moin. Die FIFA ist gar nicht so groß. Darum geht's gar nicht. Warte kurz. Es geht darum, dass ich einen neuen Spielstand anfangen müsste. Ich müsste halt wieder einen komplett neuen Spielstand anfangen. Also müsste meinen jetzigen Spielstand wieder faken, Moin. Quasi. Also, Bjarne, grüß dich, Digga. Ja, schwierig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, naja, und das möchte ich eigentlich nicht. Aber wir könnten sie, ich weiß nicht, wir könnten einen schnellen Blick drauf werfen. Ich glaube, da wäre nichts. Sorry für die Frage. Ja, alles cool, Stefan, alles cool. Kein Thema. Wir könnten so uns halt kurz mal reinziehen, wenn ihr mögt. Moin. Mal kurz reinschauen, aber ich würde sonst einfach auf der normalen weiterarbeiten. Das war so eigentlich mein Plan. Also, das ist auch noch mein Plan. Hat er nur den Hauptteil erweitert oder noch mehr geupdatet? Also, ich habe nicht reingeguckt. Also, weder im Vorfeld noch jetzt. Aber ich denke mal, wenn wir uns das so anschauen, das ist ja Galgenberg. Das könnte sein, dass es erweitert ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Nichtsdestotrotz würde ja mein normales Safe Game nicht funktionieren. Ja, mein neues System ist ja auch so auf der Galgenberg drauf. Auf dem Update. Also. Ja, GTA 6 Trailer heute. Heißes Ding. Oh, das wird teuer werden, wenn das rauskommt. Eieiei, werde ich mir wieder irgendeine. Dann gibt's bestimmt die Next-Gen-Konsole für 800 Euro. Und dann tut's richtig weh. Genau so ein Ding wird das, wisst ihr jetzt schon. Also ich würde einfach gern, also ich würde gern mal drauf gucken wollen, das können wir eigentlich mal im Vorfeld machen. Nur mal gucken, wie es aussieht. Ne? Nur mal kurz gucken. Ja, nur meine Series X, ich glaube, Bruder. Bjarne, die Series X kannst du in die Tonne kloppen. Ich glaube nicht. Oder warte mal, ist das die große? Die jetzige große, viereckige, schwarze? Ist das die High-End? Quasi? Huch. So, nur mal kurz gucken. Ach so. Da kann es natürlich sein. Da kann es natürlich sein. Oh, dann lad die mal hier noch runter. Da kann es natürlich sein, dass es funktioniert. Aber so ein Ding müsste ich mir halt noch kaufen. Und ich wette, es kommt der 25. Ich wette, dass man sich dann, also dass dann auch die neue Next-Gen kommt, auf der wieder irgendwas geht, was auf den anderen nicht geht. Also, Klassiko. So, lasst mich mal reinschauen. Nur mal kurz gucken. So, ich habe das den gleichen, obwohl müssen wir mal abwarten, weil ich habe ja den gleichen Move gemacht mit GTA 5 und da ging es noch auf einer Xbox 360, aber danach kommen ja dann die Next Gen und ja, dann habe ich es mir irgendwann für den PC geholt. So, genug mit Weihnachts Dings. Also ich guck mir das jetzt mal eben fix an.
wird jetzt kein Review-Video oder so draus. Schätze ich. Schätze ich. Also denke ich nicht. Also nicht im üblichen Stile zumindest. Wenn, dann würde ich es einfach aus dem Stream rausschneiden. Aber ich glaube, dafür habe ich keine Zeit. Aktuell arbeite ich noch an einem Video und, ach Gott, wie sieht er denn hier aus? Also nee. Und das, ja, das dauert ja immer länger, weil ich, ja, mein eigener Anspruch an mich selber im Prinzip wächst. Wisst ihr, was ich meine? Ist das meine Farbe? Moin Felix, moin Chat. Jemand Ideen für eine normale Map minus vierfach mit 4 bis 5 Höfen? Und denkt dran, weniger LZ zocken und Bürgergeld empfangen und mehr auf die Baustelle. Ach, Digga. Galgenberg vierfachen. Ausgegebenem Anlass. Ziehen wir uns hier so ein paar Sicherheit? Das sieht immer so schlimm aus, Bruder. Aber es sind halt. Das sind halt so eher die Schuhe, die ich am ehesten noch. Was ist denn hier los? Ne, so ein Gesicht habe ich jetzt hier aber nicht. So eine Farbe. Sowas hier. Mütze. Das ist doch scheißegal. So. Aus. Gucken wir uns das mal schnell an. Stoppen die Zeit. Also, Escape-Menü. Also das ist ja hier, das ist normal Galgenberg, ne? Auch ziemlich genau. Und dann baut sich's drumherum auf. Aber wie, mein lieber Herr Gesangsverein? Max moin, John moin, TÜV moin, Joris demzufolge moin. Aber ich habe halt, oh, was ist das denn da? Das gibt's doch, was gab's doch hier vorher alles auch noch nicht, oder? Also ich will jetzt echt nur mal drüber rushen schnell, um mir das anzuschauen. Wo bin ich hier überhaupt? Was ist das? Schade, dass die Galgenberg vierfach so viel Wald hat. Guck mal, das ist die einfache. Und guck mal, was sich hier alles noch aufbaut. Das ist doch, also... Das ist doch cool. Oder nicht? Bruder. Ich will direkt mal Haupthof gucken, was sich hier im Vergleich. Aha. Oh, nee. Was sich hier im Vergleich so geändert hat. So, die Produktion haben wir hier. Wir haben andere Startfahrzeuge auf jeden Fall. Yogi, der Hund ist auch wieder mit am Start. Das haben wir bei uns hier aktuell auch alles. Das sieht soweit auch aus, so wie das, was wir bisher hatten. Aha. Guck mal, hier geht's hinten lang und ist ein Durchfahrsilo draus geworden. Der Streamtitel stimmt nicht. Na doch schon, ich will ja nur mal schnell gucken. Das ist ja locker ein Drittel oder so. Ja, aber meine Güte, wenn das halt dort so aufbaut. Gibt's die, den Ort gibt's doch tatsächlich, oder? Ich meine, den Ort gibt's doch irgendwie tatsächlich. Dann lass doch mal gucken hier. Warte mal kurz. Maps. Das ist doch Kirchen. Kirchen. So, dann machen wir mal hier. Ach Gott, ja gut, vergiss es. Vergiss es. Ja. Schreibt man Galgenberg mit A? Oh. Da habe ich mich verschrieben. So, das sieht alles auch noch soweit so aus, wie wir es hatten. Wasseranschluss, das habe ich auch schon. Hier ist halt alles ein bisschen anders, ne? Das ist hier natürlich...
Das ist natürlich krass. Trocknung krass aufbereitet. Also das ist definitiv nochmal überarbeitet, Bruder. What? Da geben wir auch Ballen oder so, hier ist auch alles Kalkherstellung. Kalkherstellung? Kalkherstellung stimmt doch nicht, oder? Das ist doch hier Getreideschrot, oder? Das stimmt doch unten rechts nicht. Kalkherstellung. Das ist doch hier die Ach, hier steht ja auch Kalkherstellung. Weizengetreideschrot. Das ist ein Schrei. Ich habe einen Fehler entdeckt. Okay, hier haben wir die Schrotherstellung. Ja, ist geil. So, hier außen ist auch alles. Hier haben wir eine E-Säule. Hier haben wir den Anschluss. Der sitzt jetzt tiefer und nicht so hoch. Und wir haben hier noch eine kleine... Was ist das denn hier eigentlich? Eine Hof-BGA. Wo wird die... Wo wird die gefüttert? Musst du hier reinfahren? Ja, du musst hier reinfahren. Ah, das gefällt mir. Das ist eine geile Idee. Und dann entsprechend mit Hoses alles. Dass meine Socials angepinnt wirkt, könntest du es vielleicht ändern? Warum ist das komisch, dass meine Socials angepinnt sind? Warum ist das komisch, Werbung für mich zu machen? Das erinnert an manche Streamerinnen. Ja, liebe Grüße, keine Ahnung, aber ich denke mal, es hat doch keiner ein Patent drauf, oder? Nee, Stanux, ich verstehe jetzt nicht so richtig. Was willst du da mit mir sprechen? Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, worum es geht. Weil manche andere auch da ihre Nachrichten oder ihre Dings anpinnen, oder worum geht's? Check ich gerade nicht. Erklärt's mir bitte. Also jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber mich würde interessieren, was er meint. So, das hinten baut ja auch alles so auf, ne? Also faktisch gesehen ist der Hof der gleiche. Aber du müsstest... Wir müssen halt wieder im Prinzip... Ja, wir müssen wieder ein neues Savegame machen. So, dann baut das ganze Wasserträger. Das habe ich jetzt halt aktuell nicht. Moinsen. Launachkirch. Und dann geht das hier nämlich weiter. Das ist halt dann schon... Das ist schon sick. Das ist schon sick. Also, wäre zuerst die Vielfach draußen gewesen, sag ich jetzt mal... Hätte ich mich wahrscheinlich auch für die Vierfach entschieden. Weil ich, ihr wisst es ja alle. Hier ist Ende, ne? Diese langen Wege liebe. Ich liebe diese langen Wege. Aber ich glaube, also ich werde nicht wechseln. Ich werde halt auf der normalen bleiben. Das ist fürs Let's Play auch völlig okay. Meine Werkzeuge, wie kennst du jetzt ja nicht drehen? Kennt jemand das Problem? Vielleicht eine Doppelbelegung, Lukas? Aber das sind hier halt schon... Ne, du gehst halt hier lang. Hier werden halt auch die Feldflächen so gefühlt ein bisschen größer. Und die Topografie ist natürlich... Boah. Die Topografie ist natürlich stark. Ist halt riesig, ja, ja. Aber wie gesagt, du musst ja im Prinzip auch nicht die Bereiche... Also du musst ja auch nicht alles davon nutzen, sondern hast ein Feld hier, hast ein Feld da, hast ein Feld dort. Klar, ist realistisch, dass du hofnah ein paar Felder inne hast, aber... Ja, ist krass, also... Das ist halt einer dieser neuen Höfe, ne?
Also eins meiner Highlights ist ja das Ballenlager mit dem Ballenfahrstuhl, habe ich so noch nicht gesehen. Ist das am Haupthof? Oder gehört das zur Trocknung? Den hast du genommen, Stefan. Ja, also ich sag mal so, für mich und im Let's Play ist zu groß. Also, was heißt zu groß? Zu groß auch nicht, aber ich glaube, das Let's Play, was wir, also ich werde nicht wechseln, aber das Let's Play, was wir angefangen haben, das passt halt besser mit, wenn das alles ein bisschen kleiner ist. Wie gesagt, wunderschön hier, also gar nichts gegen die Vierfach, aber den Hof würde ich persönlich auch nicht bewirtschaften. Das wäre einfach fürs Let's Play zu groß irgendwie, ist das, was ich meine? Aber wow, also... Pff. Endlich MB-Track für Konsole. Finde ich auch übelst geil, dass Premium das gemacht hat, ne? Einfach Lizard draufgetackert, weil lizenztechnisch, Lizenz... Mercedes gibt es ja nicht als Lizenz im Spiel. Und fertig. Sehr, sehr gut. Ja, crazy hier. Ja, es ist halt sehr viel Feld und halt übelst viel Wald. Das stimmt, das ist dieses riesige Waldgebiet hier oder eins dieser riesigen Waldgebiete. Wenn das Yogi halt aber demnach empfindet, wie es in der Realität auch ist, dann ist es ja auch okay, wenn die Waldgebiete hier so riesig sind. Boah, guckt euch das mal an mit den Wirtschaftswegen hier. Jung. Umspannwerk hier oder was ist das? Wow. Guck mal, allein so, wenn du hier so lang marschierst, die Weinberge dort. Ultra schön. Schöner als einfach ist die Vierfach hier auf jeden Fall. Sehr geil. Tankstelle. Sehr gut. Fehlt mir jetzt so ein bisschen. Oder haben wir in der einfachen V2 auch eine Tanke? Weiß es gar nicht. Ja, ich sag mal, für Multiplayer-Projekte, auch für Singleplayer, du kannst halt auch vierfach easy im Singleplayer spielen, ne? Du hast halt längere Wege. Wenn du halt Videos machst, du machst halt in den Videos diese langen Wege hier, auch wenn die wunderschön sind, hier Serpentin durch den Wald durch, Wahnsinn. Du machst halt so eine langen Wege nicht mit ins Video rein. Aber ey, irre, irrsinnig geil. Detail ist schon wieder wirklich. Schmeckt. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Tolle Arbeit. Also die Entwicklung, die Yogi halt auch so zieht, ne? Respekt. Wirklich, wirklich, wirklich Respekt. Ein besseres Waldgebiet habe ich eigentlich nur auf der Dürrenrot gesehen. Das Waldgebiet auf der Dürrenrot, das ist geistesgestört. Aber hier, Wahnsinn. Ja, ich sag das ja auch immer wieder mal. Hier erzählt auch jedes Action irgendwie so ein Geschichtchen schon wieder, ne? Ja, geil. Vierfach geil. Aber wir ziehen nicht um. Wir ziehen nicht um. Was ich mir jetzt nochmal angucken wollen würde, dann ist das also... Am Ballenlager. Moin. Weil ich dachte, das wäre nur Lagergebäude. Lager ist leer. Ich dachte, das wäre halt nur ein Dings hier. Moment. Konnte ich das nicht hier? Rundballen. Gras aufbereitet. Möchte ich ausprobieren. Aber wir gehen gleich auf die Geigenberge und zocken. Plopp. Lagergebäude. Lager ist leer. Und nun?
Und. Warte mal, Tür, Tor. Und nu? Wo ist er hin? Ach so, der ist hier oben als Objekt gelagert. Der ist da oben als Objekt gelagert. Und ausgeblendet wahrscheinlich, um, ja, ist ausgeblendet, um Performance zu... Ei, geil. Oh, Yogi, kannst du sowas nicht in die Einzelversion reinbauen? Das wäre zu schön. Die Frage ist, wie bekomme ich denn... Wenn ich das hochfahre... Wie bekomme ich denn den Ball dann wieder raus? Muss hochgehen zum Auslagern. Also, Lagermenü öffnen. Wahnsinn. Ja, krass. Also sowas noch. Also Yogi, bitte. Yogi, bitte. Kannst du das so hier alles vielleicht noch in die V2 bauen? Wäre das möglich vielleicht? Und auch hier, also den Hof generell, einfach so wie er ist jetzt. In die V2 vielleicht reinlassen. Und dann schon ein. Das wäre schon. Oh, Hoftanke. Das wäre halt nice. Das wäre halt nice. Gut. Sehr schön, muss man wirklich sagen. Aber wir wollen natürlich auf die Galgenberg. Solo und dort zocken. Ja, da mal ein bisschen was zu tun. Allrad, moin. Agra, FXNN, moin. Bitte, muss auch in der okay, das hatte ich schon. So, ja, moinsen. So, dann können wir das alles schließen. Dann baue ich mal eben das Lenkrad schnell an. BMW 911 AMG. Ich den Namen schon lese, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Aber moinsen. Tommy, moin. Moin. Matti, moin. Ah, da muss ich, da würde ich gerne Yogi nochmal etwas bezirzen. Fände ich ja schon toll, wenn der Hof einfach in die normale Version reinkommt, ne? Glaube ich jetzt aber nicht, dass er sich die Mühe macht. Wäre ja auch okay, wenn nicht, aber... Alles für den Dackel, alles für den Club und moin. Finanzamt, grüß dich. In Ägypten war das Wetter echt leicht besser. Also ich finde das Wetter übelst geil. Es ist halt Winter. Es ist doch schön, Mann. Warum nutze ich nicht Windows 11? Weil ich den Rechner damals aufgesetzt hatte mit Windows 10. Und ich keinen Grund sehe, jetzt auf die 11 zu wechseln. Ich glaube, auch irgendeine Komponente ist noch zu alt dafür. Es ist ja nach wie vor supportetes System, also auf dem System, also hier auf dem Renderrechner, da läuft die 11. Also der ist ja neuer und da habe ich gleich die 11 gemacht. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keinen Unterschied. Auch für meine Komponenten wird das keinen Unterschied machen. Ich habe ein DDR4-System, ich habe keinen i7 oder i9 der aktuellen Generation oder dergleichen. Hier ist ein Ryzen 5 drin. Die profitieren jetzt nicht sonderbar von Windows 11 oder so. Ich glaube, bei meinem anderen System drüben, da habe ich ein i9 drin.
da kann es sein, dass der von Windows 11 profitiert, aber ich glaube, das ist auch im Mühbereich vielleicht. Jonax, hi, hast du Force Feedback am Lenkrad? Nein, habe ich nicht an. Ich habe lediglich eine Kraft der Zentrierfeder an. Das bedeutet, wenn man jetzt hier mal in die Eigenschaften reingeht, habe ich bei Force Feedback Einstellung eine Zentrierung vom Lenkrad selber von 6%. Und 6% bedeutet, wartet mal, 6% bedeutet, ich lenke ein, lass los und er lenkt halt selber leicht zurück. Und das reicht mir. Ich brauche nicht irgendwie ein Gerüttel am Lenkrad, zumal das vom LS aus selber halt jetzt auch nicht so schmackofatz ist, ne? GTA 6 Trailer geschaut? Na, hier im Stream nicht, aber heute auf jeden Fall schon, Adrian. Und, oh, ich hab Bock, ey. Hab ich Bock. Das wird schon krank. Gibt's das bei Logitech auch? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, Jonax. Keine Ahnung. Ich habe schon, also mein letztes Logitech war ein G25. Gangback. Never get change a running system, soll das bestimmt heißen. Ja. Machst du noch einen GTA-Stream? Nein. Also ich bin ja Agrarplay, da würde sich irgendwie, machen sich andere Spieler einfach nicht so gut, ne? Ich habe das immer mal ausprobiert, weil ich auch immer mal Bock drauf hatte. Hab da aber keinen Bock mehr drauf, sage ich. Es funktioniert mit dem Channel nicht und ich fühle das auch nicht so wie das, was wir hier so haben. GTA spiele ich dann einfach für mich privat. Also auch nicht hier, sondern zu Hause. Kaufen wir dann wahrscheinlich eine Konsole oder so und dann gemütlich auf der Couch. Ich habe im Übrigen ein paar Kulon dran gehangen, aber das sieht man eh nicht, ne? Das hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Aber er ist jetzt noch viel schöner. So, Freunde. MB-Truck. Haben wir ja jetzt hier. Jetzt muss ich mal überlegen. Feedback unterm Video relativ wenig. Ich glaube, gerade generell gucken die Leute ganz viel was anderes. Also LS22 merkt man schon so ein bisschen. Geht ein Stück weit zurück. Ist aber alles nicht schlimm. Ja, da ist auch Hunger, Yogi, ne? Na, aber hier, der Napf ist aber hier, ja? Ist aber nicht schlimm. Ja, genau, was ich nämlich gefragt hatte, ich habe 155.000, also es wäre eine Überlegung, ein Waldgebiet zu kaufen. Sprich mir, boah, wie viele Hektar sind denn das? Steht jetzt hier wieder nicht, ne? 1,6 Hektar Wald zu kaufen. Fendt war besser. Ja, es gibt immer einen, der sagt, Fendt war besser. Und es gibt immer einen, der sagt, dies gut, jenes gut. Tiere. Könnte, die lassen wir erstmal so laufen. Genau, was ich heute machen möchte, da werden wir wahrscheinlich mal umsatteln auf sequenzielles Getriebe. Das läuft ja hier alles. Ich will die Sachen mal wegbringen. Hinten Verkauf. Und auch die Apfelgeschichten hinten Verkauf. Und dann schauen wir mal genau. Und das machen wir mit dem Deutz. Da werde ich gleich mal noch einen Shifter auf sequenziell umbasteln. Yes, yes, Sir. Das machen wir. Und dann verkaufen wir mal. Yogi, kannst du jetzt mal irgendwie aus dem Weg? Danke. Mach ich heute sequenziell? Na, doch, eigentlich schon. Oder fahre ich das über Knöpfe? Ne, ich glaube, wir fahren es über Knöpfe. Da muss ich nicht umbauen. Obwohl ich den Shifter als solchen. Ne, wir bauen auf sequenziell um. Wir bauen auf sequenziell um. Ist ein Shifter für LS ein Must-Have? Wenn es darum geht, am Anfang erstmal zu schauen, die Knöpfe beieinander zu halten, also
Das yelled. Dann sehe ich es nicht als absolut notwendig an. So mal, also wenn du halt viel stufenlos fährst zum Beispiel, dann brauchst du das meiner Ansicht nach jetzt nicht zwingen. Für mich ist elementar Number One Lenkrad. Lenkrad ist elementar. Danach Joystick, wenn es jetzt darum gehen würde, das so ein bisschen, ne, zu sortieren, und nach Lenkrad und Joystick Head-Track-System. Und dann noch ein Shifter, also meine Shifter kriegst du mittlerweile für 50 Euro von Trust. Scheiße. Kriegst du mittlerweile für 50 Euro von Trustmaster, ohne dass du da noch irgendwie einen Adapter benötigst. Das geht sich aus. So, und den können wir jetzt hier nämlich einfach umbauen. Dann nehmen wir die Platte hier raus. Das seht ihr jetzt natürlich auch noch bedingt, ne? Aber gut, sagen wir das Setup mal in groß. Der Shifter ist halt einfach nur fürs Gefühl, weißt du? Das ist, fühlt sich halt geiler an, selber zu schalten, als das nur über Knöpfe oder so zu machen. Okay, die müssen wir doch nochmal drehen. Ja. Und dann nehmen wir die Schräubelis und schrauben den Kram wieder ein. Ich warte auf den Trustmaster Farmstick. Wird mein erstes Extra. Das ist ein sehr gutes Extra. Sag ich dir, wie es ist. Also ich wurde von Trustmaster auch nicht bezahlt. Oder dergleichen. Also es war meine offene, freie, eigene Meinung. Ich würde mich niemals irgendwie dafür bezahlen lassen, irgendeine bestimmte Meinung zu haben. Vorher lehne ich ab. Ist so. Wobei, spiel mal jetzt ohne Headtracking. Würdest du nicht? Nee, würde ich nicht. Aber ich hab's ja auch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich aufs Headtrack verzichten erstmal. Ja, doch. Weil lieber lenken. Lenken am Lenkrad ist alles. Also, wenn mir jetzt einer das Lenkrad nehmen würde, oder ich darauf verzichten müsste, oh nee. Wieder vom MP3 von Bremi, und dann auf einmal ist das Ding für die Konsole draußen. Wusste ich auch nicht. Spielt aber auch keine Rolle jetzt für das Review, weil, außer dass da Lizard dran steht und, ne, ist eine mega schöne Sache für alle Konsolenspieler. Wieso passt denn das jetzt hier nicht rein? Doch. Passt rein, dann schraubt man das mal hier wieder an. Dann sind wir heute sequenziell unterwegs. Die Platte am Shifter, ich kann dir das nur so zeigen. Also ich habe ja vorher hier eine H-Shift-Platte gehabt. 1 bis 7 plus Rückwärtsgang. Ne? Und jetzt sieht das Ganze so hier aus. Jetzt habe ich eine sequenziell. Also jetzt kann ich einmal nach oben tippen und nach unten tippen. Halt eine sequenzielle Schaltung. Macht im Deutsch einfach mehr Sinn so, ne? Welche Konsole für GTA 6? Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Das Spiel kommt in 2 Jahren. Motor starten. Warum, hier? Hier? Ah! Ja, lass knacken. Das Ding ist, es gibt halt keine Mercedes-Lizenz, deshalb musst du halt Lizard dran schreiben. Aber das ist, ich finde auch, das ist kein Problem. So, pass auf. Das Blöde ist, dass wir jetzt natürlich, so, jetzt können wir hier nämlich schön durchtippen. Das Blöde ist, dass wir halt jetzt den MB-Truck halt auch so spielen müssen. Dafür kann ich jetzt hier die Gänge tippen. Da holen wir uns nämlich mal unseren Anhänger. Ja, also ich weiß halt, ich könnte mir vorstellen, dass 25 dann vielleicht in die nächsten Konsolen kommen.
Also so PlayStation 6 und Xbox, was weiß ich nicht wie. Und wenn, dann würde ich mir so eine holen. Also wenn, denn. Ja, die letzte, wie gesagt, die ich mir geholt habe, ist eine Xbox 360. Das ist also ein bisschen her. So. Zack, da sind wir auf neutral. Das ist kein Problem, das, was sich so viele Leute gewünscht haben. Und er hat es gemacht, beziehungsweise geschafft. Ja. Absolut. Die Xbox kommt erst 28. Ach so, okay. Ja, dann, ja gut, die neue Xbox, die neue PlayStation, weiß man das denn? Weil wenn das bei PlayStation ähnlich ist, dann würde ich halt die aktuellen Generationen halt nehmen, ne? PS5 oder Xbox One X. War das überhaupt clever, jetzt hier reinzufahren? Also so rum reinzufahren? Nee, war's nicht. Dann müssen wir drehen. Oh Gott, wo kann ich denn hier drehen? Hier. Hier haben wir nämlich am meisten Leistungen jetzt. Ah, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich muss mich konzentrieren. Kupplung. Wunderbar. Ich habe mir gar keine anderen Maps weiter angeguckt, weil ich komme gar nicht dazu, ich weiß auch nicht, also irgendwie, vielleicht muss ich was an meinem Workflow ändern, weil ich halt, ja, also Dinge im Videoschnitt verändere und es dauert halt alle seine Zeit, also ich komme gar nicht mehr dahin, so viele Sachen auszuprobieren, wisst ihr? Und habe halt jetzt die Let's Plays wieder mit verstärkt, ja, forciert, sag ich mal, ne? Verstärkt forciert, weißt du Bescheid? Diese Ordnung am Hof, ja, der wird benutzt halt hier. Wird halt benutzt. Ja, Finanzamt, was fehlt dir denn da beispielsweise? Also ich habe persönlich gar keine Ahnung. Aber du hast ja einige Fans am Stissel, so. Aber welches Fahrzeug gibt es zum Beispiel nur für PC, wo du sagst, boah, das muss. Es müssen halt schon Sachen sein, die im Mod-Hub schon quasi sind oder Mod-Hub-konform sind. Also irgendwelche, keine Ahnung, von einem Discord oder so. Man muss ja immer bedenken, und ich meine das jetzt nicht böse gegenüber von Modern, ne? Aber es gibt halt Leute, die machen die Mods für PC fertig, das würde für Konsole niemals durchgehen. Naja, es ist okay. Weißt du? Der Shifter, den habe ich über USB angeschlossen, also den kannst du mit jedem Lenkrad benutzen. Ja, Uli Galgenberg, vierfach heute gekommen, genau. Schönen Abend, Mike Bier, moin. Ja, Map-Testing, wie gesagt, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Da guckt euch Yogi an. Yogi guckt sich ja alles mögliche an Maps an und... Ne, warte mal, die nehmen wir so nicht. Und der kann das viel besser.
Maps, das ist nicht mein Steppenpferd. Ich mal lieber die Let's Tests mit Geräten und Fahrzeugen. Uiuiui. De Boer, guten Abend. De Boer, wir sind im Übrigen Heuballen. Sind wir gerade am machen, ne? Wollt's nur mal sagen. Oh, da ist aber gut, dass wir hinten die Gewichtsplatten dran haben, ne? Spielst du eher gern alte oder neue Trigger? Das ist mir reichlich egal. Ich spiele sowohl als auch gern. Ja, die Galgenberg Vierfach ist im Mod-Up, das ist richtig. Richtig, richtig, Chris, richtig. Schön beim Laden. Oh, oh, oh. Also wenn du nichts Besseres hast, ne, weißt Bescheid. Na, bringen wir das hier nämlich schon mal weg. Oh je. Hier drehen wir mal lieber so rum raus. Das ist halt das Geile am Avant, ne? Also generell an Knicklenkern. Shazano, moin. Dann gehen wir das ja nämlich mal verkaufen. Dann haben wir... Ich meine, Geld haben wir jetzt ja kein Problem. Ich überlege halt wirklich, kaufen wir das Waldgebiet? Ach so, ja, das war gekoppelt, genau. Da frage ich euch nochmal. Ich, Hackschnitzel machen. Gibt es irgendwas Stationäres, Kleines, Mobiles? Also kein Jens oder sowas, womit man Hackschnitzel machen kann. Clarksons Farm, natürlich. Habe ich alles schon durchgeguckt. Clarksons Farm ist richtig gut. Eine 1 plus mit Sternchen. Es ist halt keine Reportage... Aber es zeigt, was Landwirtschaft alles ist, mit was du konfrontiert wirst und. Also ich finde es übelst gut. Nichts Brauchbares. Ach, scheiße. Auf der Landerzoom. Hoi, 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 hoi. Auf der Landerzoom machen wir hoi. Vanilla? Nee, also ich... Das Ding ist halt Vanilla, ne? Wenn man hier mal auch guckt. Ist das hier im Dings mit dabei? Oder ist das schon... Achso, du meintest ja direkt Vanilla, ne? Hm. Wo ist denn das? Bei Diverses? Ich habe keinen Plan. Aber also, wo man Hackschnitzel mitmacht, das kostet halt unglaublich viel Kohle und... Ein Hof macht, ein Wald macht für mich nur Sinn, wenn wir auch Hackschnitzel machen können. Wirst du auf die V4 umsteigen? Nein. Also ich finde den Haupthof, den ich jetzt hier habe, auf der V4 geiler. Aber ich finde fürs Let's Play ist die Kartengröße, die wir jetzt hier haben, ist in Ordnung. Weil im Let's Play würde ich, du hast ja ganz viel Fahrten. Ich müsste darüber hinaus, also du hast... Anders, du hast ganz viele Fahrten und Distanzen. Die würde ich aus dem Video sowieso rausschneiden oder Timelapse machen. Und du müsstest wieder, ich müsste zum dritten Mal ein neues Safe Game anfangen. Möchte ich nicht. Ja, die Galgenberg V2 ist deshalb ja immer noch eine geile Karte. Wenn Yogi mir vielleicht noch, oder uns besser gesagt, den Hof auch umbaut, dass er dieses geile Ballenlager und alles hat. Also dann... Und die Hof-BGA. Das wäre schon... das wäre sehr nice. V4, Brugge. Vierfachkarten gibt es doch gar nicht für Konsolen. Oder hat sich das jetzt geändert mittlerweile?
Wann wirst du wieder die Multiplayer-Map spielen? Ach Leute, also wenn das ist ja Wahnsinn. Wenn ich Landersum spiele, wird gefragt, wann ich wieder Galgenberg spiele. Spiele ich Galgenberg, wird gefragt, wann ich wieder Landersum spiele. Interessant. Ich denk mal gegen 19.30 Uhr. Sowas in der Drehe. So. DLAN-Clip und Cetrix-System zu beschaffen. Lohnt sich in meinen Augen nicht. DLAN-Clip, seitdem die nicht mehr in der EU sind, zahlst du halt erhöhte Versandkosten. Du musst es nachverzollen. Ich finde es sinnlos. Tipp mal Ausrufzeichen Umsehen ein. Da gibt es auch ein alternatives System zum Track-IR5, das ein bisschen günstiger ist und infrarotbasiert ist. Auch mit der Track-IR-Software funktioniert und das ist preislich wahrscheinlich genau das gleiche, wenn nicht sogar noch günstiger. Also DLAN-Clip würde ich persönlich nicht mehr machen. Aber das ist nur meine Meinung. Ah, das wäre echt sagen, ja, das Ballenlager in der VO2. Mal da hast du das alternative System. Bei Michi, Impala Michi nutzt das. Nimm das. Ah. Yogi, mein Lieber, grüß dich. Ich bin mal im übelsten Stechschritt ganz schnell die V4 abgerannt. Sag ich jetzt nichts weiter zu, was ich davon halte. Kannst du dir mal angucken. Nee, also Wahnsinnsarbeit, Yogi, wirklich. Ganz, ganz toll. Noch toller wäre es im Prinzip eigentlich nur, kannst du dir vielleicht denken, was wirklich geil wäre? Würdest du eine britische Map spielen? Nee, würde ich nicht fühlen. Ich habe nichts gegen die Briten, aber ich fühle mich halt auf einer deutschen Map heimisch, ne? Ist ja irgendwo logisch. Karottendosen, Pastinaken. Achso, das ist alles aus dem Dings, ne? Was wir brauchen... Käse, Butter. Molkerei. Molkerei. Die Molkerei, die macht gute Preise. Da möchte ich hin. Und die ist hier oben lang. Alles klar. Ist halt schwäbisch. Nein, Yogi. Nein, ich würde es übelst fühlen, wenn wir den Hof, wie ich ihn hier bespiele, mit diesem Ballenlager und dem und der Schrotgeschichte und allem hätten. Weißt du wie? Und der BGA, also... Das hast du einfach geil gemacht. Kraft. Da brauchst du nicht mal Allrad. Aha, okay. So, da ist die Molkerei. Alekumio. Da müssen wir erstmal die Gurte lösen. Apropos Hackschnitze, es gibt den Baumverschlinger. Suche im Modhub. Funktioniert ziemlich gut. Ist aber etwas unrealistisch. Wo finde ich die Leistungsgrenzen-Mod, bitte?
Finanzamt, meinst du die V2, weil vierfach und Konsole? So, wo ist denn der Verkaufspunkt? Ah, hier. So, schauen wir mal, was wir verdienen. 5.691 Euro. Oha, oha. Okay. Wartet mal, die Frau schreibt. Sie lacht nur, sie hat nur reagiert. Gut. Also nicht auf dem Stream jetzt, sondern... Hat Twitch irgendwas geraucht? Ich hatte gerade 5x30 Sekunden Werbung, die man nicht skippen konnte. Okay, das ist ein sehr gutes Feedback. Oh ne, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das ist ein sehr gutes Feedback. Ich habe nämlich die Werbung wieder aktiviert. Weil dort wurde gesagt, 7 Minuten in der Stunde. 8-mal, okay, nee, dann ist es zu fett. Okay, nee, also 8-mal in Folge, 8-mal hintereinander. Oh, nee. Nee, wartet mal, Freunde, das machen wir nicht. Sorry. Ich hätte gedacht, Twitch spreadet das auf, keine Ahnung, einen längeren Zeitraum, aber das ist nicht zumutbar, das machen wir wieder weg. Tut mir leid. Das ist nicht cool. Sekunde bitte. Oh nee, das ist viel zu viel. Sorry, Freunde. Das war so nicht geplant. Warte mal, das machen wir. Wir machen es auf ein Minimum wieder. Wir machen es wieder auf ein Minimum. Ich hoffe, also es kann sein. Raus damit. Speichern. Es kann sein, dass es für diesen Stream noch so ist, wie es ist. Aber das ist, das geht nicht. Tut mir leid, das wollte ich so nicht. Wo das Ding befestigt ist. Oh nee, ich muss es nicht hier rausschieben. Sagt mir das doch nicht. Nein, Kupfi, nee, wirklich, das ist... Man nutze Twitch Prime gegen die böse Werbung LOL. Nee, die Werbung, das ist too much. Also, ich bin ganz bei euch. Das geht gar nicht. Also, ich müsste das halt selber ein bisschen planen, weil ich finde zum Beispiel, wenn alle halben Stunden einer reingeht oder so, mal ein kleiner Block. Jetzt habe ich es, glaube ich, aufs absolute Minimum runtergespeichert. Dann finde ich es okay. Ich fahre jetzt hier durch, ey. Was soll ich machen? Aber das war zu viel. Also 8-mal hintereinander, Digga. Das ist ja... Nee. Tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht. Ach nee, wartet mal. Wir müssen ja sowieso hier lang. Fahrzeuge am Hof. Ah, nee, Jojo, ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Warte mal, können wir da auch hier lang fahren? Nee. Wir fahren hier lang. Verkaufspreise im LS. Also, wenn du das auf schwer spielst, finde ich es nicht schlecht. Ja, nee, lass knacken. Ich ganz bei dir, ganz deiner Meinung. Alles gut. Tut mir leid, Freunde. Das war so nicht geplant. So soll es nicht sein. Alles gut, ich hab's umgestellt. Ich weiß nicht, ob das für heute... warte mal. Hier oben kann ich stehen bleiben, ne? Hier fährt sowieso keiner lang. Ich weiß nicht, ob der das für heute übernimmt. Es kann sein, dass er es erst für morgen übernimmt, ne? Also, dass es erst 0 Uhr werden muss. Das ist durchaus möglich. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, der verteilt das sinnvoller, aber das ist, also, tut mir leid. Finanzamt, Alter, Dankeschön an den Gifted, für dein Gifted Sub an Maverick.
Hallöchen, das mit der Werbung haben echt viele momentan. Twitch hat neue Werbeprogramme rausgegeben mit einem 50-50-Split. Die im ersten Moment, bin ich ganz offen mit euch, die im ersten Moment nicht schlecht sind. Gemessen an dem, was du verdienst. Aber wenn ihr dafür 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander Werbung reingeknallt bekommt, also am laufenden Band, dann ist das für mich kein Deal. Ja? Wir leihen uns jetzt mal hier unten den Gabler aus. Den Gabler. Dann ist das für mich kein Deal. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich dafür zu entschuldigen, das nicht nochmal überprüft zu haben. Weil ich hätte halt wirklich gedacht, ne, 7 Minuten auf eine Stunde. Das ist schon jetzt nicht ohne, aber wenn du das gespreizt hast irgendwie, aber selbst 7 Minuten auf eine Stunde, das ist völlig krank, wenn ich drüber nachdenke. Das ist ja echt too much. Ja, nee, sorry. Ich glaube, jetzt ist es, sind es 30 Sekunden pro Stunde. Aber das wird wahrscheinlich erst morgen gültig. Naja. Wie gesagt, ne, das ist nicht Twitch selber, sondern das sind die Streamer. Solche Idioten wie ich. Die diese Werbeblöcke akzeptieren, die Twitch einem anbietet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, nee, also geht nicht, Twitch. Geht einfach nicht. Ja, klar, Yogi, im TV kommen alle 15 Minuten Werbung und so. Und da macht keiner einen Aufstand, das ist richtig, aber ich finde auch im Stream ist es halt noch was anderes. Und wenn ich mir einen Streamer anschaue, der erklärt was und dann kriege ich hier, keine Ahnung, 5, 6 Minuten Werbung reingekracht. Nein, also ja, ich schalte die Werbung insofern, was das Minimum ist. Ich glaube, das Minimum sind 30 Sekunden pro Stunde. Sieht das Streamer, wann Werbung läuft? Ja, müsste ich mir aber einblenden lassen. Aber trotzdem, es ist too much. Also 8 Mal hintereinander, da fangen die Leute an zu gehen oder wieder abzuschalten. Das funktioniert nicht. Schön, Maverick, freut mich. Oh, wie machen wir das jetzt? Ist der hier flexibel genug? Ja. Die Streamer hören einem zu. Naja, deshalb ändern die Streamer dann ja auch was, ne? Im Fernsehen ist es doch bums egal. Die Leute gucken doch trotzdem ihren Kram. Aber wenn ich jetzt, also guck mal, Pro7, Sat1, Kabel1, wie sie alle heißen. Die sind im Markt platziert, die haben Kohle ohne Ende. Klar, die können auch nicht ewig irgendwie so weitermachen, sondern müssen sich auch was überlegen, aber die sind nicht drauf angewiesen, ihre Base auszubauen. Ich als Streamer mit, wie viel haben wir aktuell? 28.500 Followern. Die Followerzahl, by the way, Freunde, ist mir an und für sich auch Schnurz, weil da sind sicherlich viele tote Follows drunter. Das ist auch nicht das, woran die Leute mittlerweile messen. Die Leute messen daran, wie oft und wie gleichmäßig du irgendwas tust. Aber um weiter aufzubauen, ich will ja natürlich auch mehr Leute zu mir ziehen. Wenn du dann in den Stream reingehst und so viel Werbung gleich als erstes hast, dann gehst du wieder raus und denkst dir, what the heck? Aber das kann ich verstehen. Deshalb ist Feedback immer wichtig und dann finde ich es auch gut, wenn ihr sagt, oh, alter Felix, das geht gar nicht. Oh, nee. Oh, Palettenhandling. Palettenhandling. Leck mir am Arsch, ey. Moin, moin zusammen. Lächelndes Gesicht. Yo, moin, moin. Flex Pharma, Dankeschön für den 9. Monat. Vielen lieben Dank. Fahr mal vorbei! Ja. Alles in der Modliste, Ausrufezeichen Mods, Freunde. Ich wollte mir hier eigentlich einen Hubwagen mal holen. Aber der hat übelst. Ich glaube, der hat übelste Luas geschmissen oder so. Katastrophe. Hieß es nicht.
ich bezahle einfach die Tankkosten für die Karre hier. Chris, moin. Also sorry, wenn jetzt hier noch jemand drin ist, der sich hier, keine Ahnung, achtmal Werbung hintereinander reinziehen musste. Kommt nicht mehr vor. Dann brauche ich mehr Deals. Die Map super. Die Steigung ist aber etwas zu steil. Ja, weiß nicht. Wenn das halt in der Realität auch so ist, keine Ahnung. Genau, im Winter kommt ja keine Sau hoch, ne? Ja, du brauchst hier halt auf der Map schon, also ich sag mal so Richtung 200 PS. Sir Frogger, moin. Wird der 6R Landersum mal zu KP... Warte mal. Wird der GR eurer Landersum mal zu KP geben? Bitte? Tommy, nimm's mir nicht übel, aber ich habe nichts verstanden. Was meinst du? Wir müssen hier mal die Warnblinke anmachen. Das wäre doch mal ein geiler Crossover. Farming Simulator plus Snow Runner mit echten Witterungsverhältnissen. Will doch keiner haben. Macht euch doch nichts vor. Wer will das denn? Wer will denn? Überlegt's euch, Freunde. Ihr wollt, wieso sitze ich denn eigentlich so nicht zentriert? Ihr wollt euer Feld pflügen. Ihr wollt euer Feld grubbern. Ihr fahrt drauf. Ihr grabt euch sofort ein. Und dann? Was dann? Dann war's das. Dann könnt ihr euch noch rausziehen, dann habt ihr mit eurem Kumpel Spaß, euch rauszuziehen. Ist ja alles richtig. Aber dann kannst du Snowrunner spielen, weißt du? Weil auf dem Feld kannst du bei solchen Gegebenheiten sowieso nichts machen. Also wo wäre dann der Sinn, eine solche Bodendynamik wie in Snowrunner zu haben? Wo wäre der Sinn, sowas im LS zu haben? Ich sehe da wirklich 0% Sinn drin. Ach so, Roggen. Du meinst Grünrocken und sowas? Nee, glaube ich nicht. Wir haben halt keine Berechtigung, die Karte irgendwie zum Download zu geben. Nein, du brauchst dich doch nicht schlecht fühlen. Wir reden da nur miteinander. Also ich sag ja nur meine Meinung. Ich find's halt nicht sinnvoll. Ich find's halt nicht sinnvoll. Das kann ja jeder anders sehen. Also um Gottes Willen, also bitte, teilt eure Meinung. Nur die XML. Ich glaube, damit ist es so einfach nicht getan, weil du musst Texturen noch machen und so weiter und so fort. Also nein. Sorry. Schwerpunkt runter. Ja, hier müssen wir uns wirklich was überlegen. Das ist hier ein bisschen kompliziert. Wenn du dich bewegst, ist das Bild leicht unscharf. Unscharf? Also es ruckelt ein bisschen. Das liegt aber daran, dass meine Capture Card kein Pass-Through hat. Sprich, meine variable Framerate einfach nicht so gut rüberbringen kann. Aber unscharf darf eigentlich nicht sein. Mal gucken, was der Chat sagt. Ob es beim Chat auch unscharf ist, wenn ich mich schnell bewege. Also mal kurz ein bisschen ruckelig. Vielleicht, aber... Eine billige Hattrick. Ja, billig ist eigentlich nur eine Webcam-basierte Software, womit du es ausprobieren kannst. Das gibt's. Ja, natürlich kein TÜV. Bericht doch mal bitte, weil du, und lad dir dazu, wenn du das hast, lad dir dazu bitte die Track-IR5 Software runter. Okay? Die kannst du dafür nutzen. Und dann berichte mal bitte, weil ich denke mir mal, dass das System den teureren Track R5 in nichts nachsteht. Es ist im Prinzip das gleiche in Grün. Liegt an der Twitch-App. War bei mir aus, ob die geschlossen, neu aufgemacht ist, alles top. Okay.
Wenn ich meinen Kopf hin und her schüttel, ist auch alles unscharf. Dann darf es nicht so doll schütteln. Schön vor Flügen reingekommen, Janik, grüß dich. Ja, Apfelsaft, ne? Was haben wir hier? Riedsäftle. Bist du mit deiner Seitenkonsole zufrieden? Absolut. Das ist wirklich, das ist so ein geiles Spielen. Du kannst auch gerne nachher nochmal fragen, bei LUWZ, bei Adrian. Ich weiß nicht, ob Adrian noch hier im Chat ist. Adrian hat die auch. Und ich dächte, Adrian war auch sehr zufrieden. Janik, servus, Geisi, servus und Geisi, danke dir nochmal. Ich war mir da in dem Segment relativ unsicher, weil ich einfach die aktuellen Intel-Geschichten... Ich habe aktuelle Hardware nicht so auf dem Plan einfach. Also grob vielleicht, aber eben nicht fein. Ja, und das soll halt unter Umständen die Woche... Also nicht bei mir jetzt, ich brauche keine neue Hardware gerade, aber... Es soll dann unter Umständen halt die Woche noch bestellt werden und möglichst... vor Weihnachten noch da und da musste das fix gehen. Da habe ich auch keine Zeit zu basteln. Grafikkarte, ich habe eine 3080 Ti. Ich glaube, die werde ich auch noch eine ganze Weile behalten. Ich spiele auf 2K. Die sollte also auch locker noch im nächsten Titel genug Saft haben. Ich spiele auf 2K und render im Übrigen auf 4K. Dachte immer, das wäre absoluter Schwachsinn. Habe mich aber eines Besseren belehren lassen. Die Qualität ist auf 4K. Normalerweise, wenn du upscalst, also deine originale Auflösung ist 2K und du upscalst auf 4K, sieht das eigentlich nicht gut aus. Aber im Rendern schon. Also das Endprodukt ist viel schärfer und ja, krass. Deshalb ist bei mir jetzt immer alles 4K. Also ich spiele nicht auf 4K. Ist leider ausverkauft. Ja, ich weiß, es gibt allerdings eine Alternative. Die hat Yogi zum Beispiel. Geh mal dazu gern bei Yogi auf dem YouTube-Kanal und schau dir das mal an. Da hat er Videos zugemacht. Ich weiß nicht, ob die wiederum auch ausverkauft sind, aber das sind auf jeden Fall echte Alternativen. Hat doch wirklich eine Unverschämtheit, die Apfelproduktion hier hinzubauen. Muss man ja mal so sagen. Und das nächste Problem, was ich habe, Freunde... helft mir da mal bitte. Wenn ihr mögt, natürlich. Das hier aus. Und das hier aus. Und das aus. Wir haben in der Apfelproduktion, in der Apfelsaftproduktion, Entschuldigung, haben wir die Apfelreste. Wo sind die? Kommen die hier raus? Wahrscheinlich, ne? Wo kann ich das hinbringen? Wo kann ich diese Reste hinbringen? Genau, die von BLE, die Konsolen. Weil wenn ich hier reinschaue... nimmt mir das, glaube ich, keiner ab. Apfelsaftreste hier. Keine Verkaufsstellen verfügbar. Auf welchem Hof bist du? Hier auf der Hof 11 ID da. Da. Ich weiß nicht, wohin mit den Resten. Kommen die, sein könnte. Ich denke schon, dass die wieder in den Shop kommt. Aber ich weiß nicht wann. Konnte man nicht. Ach so, ja, an Schweine verfüttern. Ich habe aber keine Schweine. Das ist ja das Problem. Das ist auch blöd, ne? Du hast hier im. Naja, egal. Apfelsaft. Knöpfle. Kartenmarkierung setzen. Wer ist Knöpfle? Knöpfle ist hier. Also die Wege sind kurz. Das muss man ja mal sagen. Riedsäftle aus dem Schwabeländle. Genau.
schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel wir damit noch verdienen. 5000 Liter habe ich drauf. Hoppala. Nee, das wird nichts. Habe ich hier was zum Wenden? Oh, was ist nun los? Na, hier können wir es nur versuchen. Ein Anhänger, ey. Das ist ein geiles Ding. Wir werden ja heute auf der Landerzoom auf jeden Fall wieder nehmen. Zum Ballen fahren. Aber hier so ist er eigentlich viel zu groß. Grenzwertig, Felix, grenzwertig. Gut, merke, das machen wir so definitiv nicht mehr. Kann man jetzt nicht konfigurieren bei den BREs? Ah, gucken, dass das nicht wieder so eine Einbahnstraße ist, ne? Wie gerade eben schon bei der Molkerei. Das war ehrenlos. Bäckerei Knöpfle. Ah, der Knöpfle nimmt's ab. Aber das ist doch hier schon wieder genau das gleiche in grün, oder? Mal hier zack in neutral und die Parkbremse reindonnern. Ah! Nee. Hier. Oh, Yogi, du machst mich fertig! Naja gut, das sollten wir aber schaffen. Hat jetzt 9-mal Werbung. Leute, ich kann's, es wird sich erst 0 Uhr wieder ändern. Beziehungsweise 1 Uhr MEZ. Ich kann's nicht ändern. Sias. Es ist, beim nächsten Mal ist es wieder ganz wenig. Es tut mir wirklich leid. Das ist too much. Ich hab's schon wieder umgestellt. Ich kann's aber nicht ändern. Ich kann's euch auch gern zeigen, dass ich es wieder umgestellt habe, damit ihr mir glaubt. Ich kann es nur jetzt leider nicht ändern. Ich kann es heute nicht ändern. Tobias, moin. Werbung ist noch drin. Ich weiß, oh Mensch! Zuhören, ne? Ich weiß, die Werbung ist noch drin. Es ändert sich erst 1 Uhr MEZ oder sowas. Wartet. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Es ist halt wirklich ehrenlos, ich weiß. Es ist mega shit. Ich kann's nicht ändern. Ich kann's aktuell nicht ändern. Das ist ein Riesenfehler heute gewesen. Oder wann ich das gemacht hatte. Weil das ist die Kohle, die du da verdienst, absolut nicht wert. So, ja, hier kann ich das wunderbar zeigen. So, hier unten. Deine geänderten Nettoanteile an Werbeeinnahmen tritt um 1 Uhr MEZ in Kraft. Eingestellt habe ich hier 0,5 Minuten a 60 Minuten.
Also 30 Sekunden, 60 Minuten, Werbeminuten pro Stunde aufs Niedrigste umgestellt. Ich kann es aber jetzt nicht mehr, wenn ich das speichere, steht hier unten, die geänderten Nettoanteile werden erst um 1 Uhr MEZ geändert. Ich habe es schon umgestellt. Ich kann es aber jetzt, du planst 30 Sekunden Werbe pro Stunde. 30 Sekunden sind die Maximallänge für Werbeunterbrechungen und kann nicht weiter aufgeteilt werden. Also weniger geht auch gar nicht. Ich kann nichts machen. Sorry, also ich zeig's gerade, ne? Ich kann es nicht ändern. Es erst um 1 Uhr tritt die Änderung in Kraft, MEZ. Ich glaube, mitteleuropäische Zeit müsste sein dann 0 Uhr quasi bei uns jetzt. Also erst ab 0 Uhr tritt die Änderung wieder in Kraft. Mich nervt das gerade selber unglaublich. Ich habe nicht aufgepasst, weil du hast halt deine Werbeding siehst und dann hast du aber hier noch so einen Manager. Und dann hätte ich das noch umstellen können, hab's aber nicht gemacht, weil ich einfach nur wieder schnell irgendwas gemacht habe. Und das nervt mich gerade ultra, weil, ja, weiß nicht, weil es kacke ist halt. Das war die erste Werbung seit über 30 Minuten bei mir. Ja, wie gesagt, aber zu viel, zu lang. Das ist das Problem. Stream neu starten ändert nichts. Ich hab's doch gerade gezeigt. Dass die Änderung erst um 0 Uhr unserer Zeit angenommen werden. Warum soll ich denn da den Stream neu starten? Also verstehe mich bitte nicht falsch, aber das würde gar nichts bringen. Also entweder jetzt ertragen oder für heute quitten. Tut mir leid. Ich würde es verstehen. Leute. Ja, die Galgenberg Vierfach. Stimmt's, dass sie schon draußen ist? Schau doch mal im Mod-Hub vorbei. Also wenn, dann kommt ihr im Mod-Hub. Wir sind eisern. Ja, das ist wirklich, mir ist das wirklich unangenehm. Das ist wirklich blöd. Aber es ist jetzt so. Für heute ist es so. So. Einmal schnell die Gurte lösen. Ja, die Werbung ist auch nicht für jeden und manche bekommen... Wisst ihr, was für mich okay wäre? Wenn ihr achtmal hintereinander Werbung bekommt oder so, oder keine Ahnung, oder aller was weiß ich nicht was. Aber, und das gibt's ja auch, der ganze Stream nur ein bisschen kleiner wird und unten so eine Midroll ist, wie bei YouTube oder sowas. Aber wenn wirklich der ganze Stream weg ist und du voll Bild Werbung hast, das ist halt shitty bang. Jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber ich hatte noch keine Sekunde Werbung. Wie gesagt, die Werbung auch, also ich kann euch mal was erklären. Weil es gibt Content Creator da draußen, die erzählen so viel Scheiße, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Werbung prinzipiell, egal ob bei Twitch oder YouTube, das sind Werbungen, die geschalten werden, aber die nicht für jeden geschalten werden. Das bedeutet also, wartet mal, ich brauche meinen Hut. Boah, das gibt richtig Kohle. Sekunde. Boah. Also, um das mal ganz kurz zu erklären. Du richtest das im Werbemanager von mir aus bei YouTube oder Twitch ein. Bei Twitch bekommt nicht jeder die Werbung. Manche bekommen eine Vollwerbung, manche bekommen nur so eine Midroll-Werbung, manche bekommen gar keine Werbung. Bei YouTube, ich hatte neulich einen Kommentar auf Uncut, dass ich, keine Ahnung, 25 Werbeeinblendungen innerhalb von einer halben Stunde habe. Boah, das ist ein Boomer, gell, wie hier. Junge. Kupfi, dankeschön für deinen Sub, Mann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und Husky, ja moin, was geht? Ey, sorry, wenn ich da das vorhin verballert habe vor 2 Minuten. Husky, dankeschön für deinen Resub im 3. Bei YouTube setzt du zum Beispiel aller 2 Minuten ein Werbedings. Dann setzt du dort keinen Werbeblock, sondern du setzt eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Werbung kommen könnte. Und ich hatte bisher einen Kommentar, der hat das wahrscheinlich aufgemacht, dann siehst du im Browser unten die ganzen Striche. Und ich habe ihn zurückgefragt, hast du wirklich so oft Werbung hintereinander bekommen, dann kam nichts mehr. Ich habe bis jetzt sonst kein weiteres Feedback bekommen. Das heißt, du erhöhst damit die Wahrscheinlichkeit einer Werbung, aber nicht die tatsächliche Werbung. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich als Content Creator wiederum fair. Wie gesagt, bis jetzt hat sich noch keiner weiter beschwert. Oh, Bruder, eng.
Grüßt euch, ich schaue eure Werbung dafür mit. Hatte schon 23 Minuten mehr genervt, wenn ich nicht gerade meinen neuen Bus nehme. Wie gesagt, es ändert sich alles heute 0 Uhr. Also Donnerstag ist alles wieder normal. Okay. Das bedeutet, zieht man sich nur Qualitätscontent rein, wie hier, dankeschön, da wird man nicht vollgemüllt, wenn du dir nur Gülle ballerst, wirst du auch noch zu. Naja, wie gesagt, also, ich weiß es nicht, es ist ein schmaler Grat, weil natürlich willst du als Content Creator auch Geld verdienen. Daran ist nichts verwerflich und das tun wir auch alle. Und natürlich versuchst du deine Einnahmen irgendwo zu erhöhen. Wer würde sich nicht versuchen, mehr Geld in die Tasche zu stecken? Wer würde, ganz ehrlich, ja, aber nicht so, dass dein Zuschauer, also ohne den du nichts wärst, nicht, dass der genervt ist. Das darf halt nicht sein. Und das ist leider bei diesen Twitch-Werbungen, ist es nun mal so. Es ist too much. Weil das nicht ordentlich funktioniert. Das System, wie Twitch Werbung macht, funktioniert nicht. Eine Midroll-Anzeige, das juckt doch keinen. Wenn das Bild mal kurz ein bisschen kleiner wird, und das gibt's bei Twitch ja auch, das juckt doch niemanden. Das ist doch alles easy peasy, alles schön. Aber ne, so wie es jetzt ist, funktioniert's nicht. Und das nervt. Und keine Ahnung. Deshalb ist es halt manchmal ganz schön, wenn man Placement macht wie ein Rasierer. Oder eben Holy. Na, das ist... Wen das interessiert, der klickt das, der holt das, der supportet mich, und wer nicht, der nicht. Ja. Und es ist beides okay. Also wie gesagt, ihr habt es gesehen, ich habe es umgestellt, ändern kann ich es jetzt nicht, werde es heute bestimmt noch 40 Mal sagen. Und das auch zu Recht, meine eigene Blödheit. Die Apple-Produktion ist eigentlich von Anfang an hier auf der Map. Wieso habe ich jetzt geblinkt? Am Ende des Tages ist es gratis Content. Ja, das ist richtig. Aber man muss es halt dann auch nicht übertreiben. Nebelknisch, ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was Twitch damit erreichen will, ist nicht, dass wir als Content Creator schön Geld bekommen. Nein, was Twitch damit erreichen will, ist, dass ihr alle reinzappt. Will ich auch. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Die wollen, dass ihr alle rein subbt, weil sie an den Subs halt natürlich Geld verdienen. Yo, Templar, dankeschön für deinen Raid, Mann. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Das will Twitch. Und ich finde das ja auch schön, wenn ihr rein raidet. Aber es kann nun mal... Lol, ich meine, wenn ihr rein subbt. Und das kann sich nun mal und will sich nun mal nicht jeder leisten, aus welchen Gründen auch immer, und das ist okay. Und ich habe keinen Bock, Zuschauer dann so unter Zwang zu setzen. Ich meine, 30 Sekunden pro Stunde, also das ist ein Maß, wo ich sage, das ist erträglich. Ich weiß, AgraFXNN. Ja, und das geht halt nicht. 4 Minuten 30, wenn ich jetzt sage, passt auf, Jungs, ich gehe mal kacken. Ja, dann können von mir aus 4 Minuten 30 hintereinander Werbung kommen. Weil ihr könnt sonst auch 4 Minuten 30 einen leeren Stuhl angucken. Weil, wisst ihr, was ich meine? Aber nicht im laufenden Konzept, also nicht im laufenden Stream so. Die Apfelbäume auf der Karte, die findest du hier oben. Warte mal, hier, die 112. Die 112, und das musst du kaufen. Und dort hast du dann die ganzen Apfelbäume. Wo wir uns, by the way... Ich habe die Apfelbäume, Yogi ist bestimmt nicht mehr da, aber also könnte man das Wasser wirklich rausnehmen? Bäume versorgen sich doch selber mit Wasser. Also wir könnten die ganzen Äpfel mal noch holen und so Dings bringen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann nehmen wir aber einen MP3 und dann baue ich meinen Shifter wieder um, Digga. Ist da nicht zu fassen? An der Werbung verdient Twitch ja auch. Ja, ist ja auch alles gut.
Langzieh ist dann wie bei Netflix, Abo Plus, Werbung für zahlende View. Was Netflix aber gerade macht, muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht schlecht, weil jeder von uns, also nicht jeder von uns, aber ich bezahle Netflix, keine Ahnung, was für das 4K, für das 4K-Ding sie 17 Euro im Monat oder sowas. Ich nutze Netflix viel. Für mich alles in Ordnung. Und dann gibt's halt werbebasiertes Netflix. Das ist kostenlos. Ich find's okay. Du hast im Fernsehen auch Werbung. Es ist okay. Solange es nicht überhand nimmt, solange das erträglich ist. Ich weiß nicht, wer von euch Seven vs. Wild auf Freevee geguckt hat. Da fand ich die Werbeplatzierung, da hast du in einer Stunde, hast du, glaube ich, 4 Werbeblöcke a 60 bis 90 Sekunden oder so. Das war absolut vertretbar. Das ist okay. Aber du hattest halt eben 6, 7, 8 Werbeblöcke, wie viel auch immer, ich weiß es nicht, aber nur maximal 60 Sekunden oder so und nicht 4 Minuten 30 am Stück. Ja, das ist ja Schmutz. Galgenberg ist als vielfache Modder verfügbar, richtig. Richtig. Also Twitch hat in der Vergangenheit viel falsch gemacht. Twitch, ich will mich nicht über Twitch beschweren. Also ja, vieles, was auf Twitch läuft, läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und auf der anderen Seite wird es Twitch nicht geben, wird es mich hier auf dieser Plattform im Live-Content nicht geben, sondern auf YouTube. Ja, ginge auch, aber ich muss sagen, ich fühle mich hier wohl. Twitch macht viel richtig, Twitch macht nicht alles falsch. Und Twitch ist eine geile Plattform. Twitch als Plattform kann für die Entscheidungen der Entscheidungsträger teilweise halt nun mal nichts. Twitch ist jetzt langsam ein bisschen hinterher, weil wir können immer nur, in Anführungszeichen nur, 1080p streamen. Mit maximal 6000 Kilobit. Du kannst es auch erzwingen auf 8000, aber das ist halt nix. Hallo erstmal, bin auch gerade eine selber Freebie, das ist furchtbar. In 45 Minuten, 6 Minuten Werbung auf 5 Mal aufgeteilt, da hätte ich die lieber auf einmal. Okay. Okay. Ich denke mal, die haben eine Erhebung gemacht und der Krohe hätte es aufgeteilt ganz gern. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde das auch okay, dass sie dort Werbung schalten. Es muss sich ja alles irgendwo finanzieren. Auch wenn du jetzt sagst, Amazon, yo, Amazon ist halt eine Riesenbude. Die haben Milliarden, ja, na klar. Aber du verdienst das Geld ja auch nicht, indem du es verschenkst. Also, ja. Genau. Und Geisi schreibt vor allem kein AV1. Auf YouTube könnte ich im AV1 streamen. Das wäre sehr geil. Aktuell ist für mich über die CPU. Ist auch okay. Ist auch okay. Die machen sogar schon bei Reels-Videos. Echt? In 60 Sekunden Reels-Videos? Habe ich bis heute noch nicht gehabt, muss ich sagen. Aber auf YouTube, du hast auf YouTube nicht die Möglichkeiten, wie du es hier auf Twitch mit Subs und Bits und hast du nicht gesehen hast. Also, ja, der Zuschauer, wenn er es denn möchte, die Möglichkeit, auf verschiedenste Wege zu supporten. Auf YouTube hast du es, glaube ich, auch Super-Chairs und all so ein Kram, aber ich bin einmal von YouTube rüber hier auf Twitch und jetzt einmal komplett wieder umzuziehen. Ich mag es hier. Ich mag es auf Twitch. Es ist ein entspanntes Publikum in Summe so. Ich mag's hier. So. Hast du schon FedEx gesehen, dass er zum Schneeflug umgebaut? Ach, auf Schnee. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Palettengabel. War die jetzt über Adapterplatte? Nein. Haben Bild in der Bilderecke. Okay. Das Publikum folgte egal wohin. Weiß ich nicht. Aktuell sehe ich. Ich muss mir eine Frontlader-Dings holen. Aktuell sehe ich wirklich keinen Grund für mich zu wechseln. Wenn, dann würde ich auf Uncut streamen. Oh, da reicht doch eine stinknormale hier, ne? Albut. Palettengabe. Oh, nee, hoffentlich war das jetzt mit Lieferkosten. Nee, gut. Dann müssen wir nämlich zum Shop. Alles gut. Ja, wenn, dann würde ich auf Agrable Uncut streamen.
Das wäre okay. Aber ich will's aktuell nicht. Wir sind ja wegen dir hier, ja. Ach, im Übrigen hat mir auch der Sebastian nochmal geschrieben und auch andere. Ich weiß jetzt, wo ich sehe, wie schnell ich fahre. Ich habe ja dort alle vier Gänge und jeweils die Bereiche 1 und 2. Und da sehe ich dann entsprechend auch, wenn ich jetzt im höchsten Bereich bin, gilt für mich die unterste. Wobei, guck mal, das passt halt auch nicht, ne? Naja, Pi mal Daumen. Ich bin wegen dem Baum da. Ja. Man darf ja auch Dual Stream mittlerweile, aber muss man auch einen Kopf für haben. Nee, das ist nicht das Problem, Kurt. Das Problem ist halt, dass auf YouTube kannst du, keine Ahnung, mit 4K streamen. Und guck dir mal die ganzen Streamer an, die auf Twitch streamen, wo die Qualität auf Twitch super ist. Und guck dir mal an, wie das auf YouTube aussieht. Das sieht halt aus wie das ist Matschpampe. YouTube braucht viel mehr Bitrate. Und wenn du mit 6000er Bitrate 1080p sieht auf YouTube einfach scheiße aus. Deshalb macht das Dual Stream für mich aktuell keinen Sinn. Es würde erst Sinn ergeben, wenn ich 2K streamen könnte, über Twitch und mehr Bandbreite hätte. Nein, der ist nicht privat. Der ist hier von Premium Modder. Ich finde das Twitch-Layout persönlich auch angenehmer. Ich gucke Streams auch nur auf Twitch. Aber warum? Ja, weil die meisten dort sind, würde ich wahrscheinlich auch auf YouTube gucken. Eigentlich ist es scheißegal. Aber das Gros an Streams findet halt auf Twitch statt. Und ja, Paddy, grüß dich. Ist es möglich, Texturen von BN auf die Galgenberg zu setzen? Klar. Ja, ich weiß, heute ist sogar die Lizard-Version gekommen. Mega geil. So, das wird jetzt mit dem Kampf halt ein Kampf. Ich mag YouTube, Chat etc. Das Twitch einfach weiter. In dem Sinne ja. Im Sinne von Bitrates, Auflösung etc. pp. Hängen so volle Bude hinterher. Und ich muss es halt auch so sagen, wie es ist. Ich fand, damals war simultanes Stream auch noch erlaubt. Da habe ich auf YouTube und Twitch gestreamt. Und das Publikum auf YouTube war anstrengend. Ich muss es leider einfach so sagen. Es war anstrengend. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Aber es war ultra anstrengend irgendwie. Viel ungehaltener. Ja, wir sind alle nur wegen dem Baum hier. Ich bin ja eigentlich auch nur wegen dem Baum hier. Servus. So, jetzt fahren wir einmal zum Händler runter. Ich bewundere so und so deine Geduld oft mit dem Publikum. Naja, das gehört dazu und das ist auch was du mit der Zeit einfach anders siehst als jemand, der vielleicht nicht streamt. Ich verstehe ja zum Beispiel, dass sich viele Fragen oft wiederholen, weil du hast ja auch oftmals neue Zuschauer. Woher sollen die das alles wissen und kennen? Das ist auf YouTube nicht besser. Wann immer man ein YouTube-Stream geht, versammeln sich dort richtig eklige. Naja, das kann man, glaube ich, so nicht verallgemeinern. Aber es ist immer mal ungehaltener gewesen, ja. Es kommt auf den Content an. Ich sehe halt im LS, sage ich ehrlich. Oh, Baby, Baby, komm! Im LS ist es eigentlich so, wenn man jetzt hier gemütlich unterwegs ist, sehe ich immer gar keinen Grund, wie ein Chat toxisch sein könnte. Weil ich meine, es ist so entspannt alles. Fahr mal vorbei! Checkpots, Grüße. LS-Community ist eh gechillt. Finde ich persönlich auch. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Und es gibt da draußen tatsächlich auch ein paar Leute, wo du denkst, meine Güte.
Atme doch einfach mal locker durch die Hose, entspann dich, ist alles schön, ja? Moment. Ach, shit. Ich muss mal eben schnell was umstellen. Es ist, also an und für sich sehe ich es halt genauso, an und für sich ist die LS-Community, ist die entspannt. Zumindest auf meiner Seite. Vielleicht gibt es Leute, die ein bisschen zackiger irgendwo unterwegs sind, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Da ist das alles vielleicht dann ein bisschen entsprechend toxischer. Keine Ahnung. Na, Mensch. 2, 3. Warum geht das nicht? Doppelbelegung? Gruppe hoch, Gruppe runter. Ey, der ist aber auch eingestellt hier. Mal ein bisschen aufpassen. Und manche wollen auch noch aufmerken. Ja, das weiß ich ja auch alles. Deshalb, ich banne hier wirklich ultra selten. Also ich banne wirklich nur, wenn es irgendwie krass sinnlos unter die Gürtellinie oder whatever geht. Ich habe hier noch irgendeine Doppelbelegung. Ich komme nicht in den Low-Bereich. Also 2 und 3 auf USB Game Controller. Sackt hier noch irgendwo rein. Das müssen wir mal eben schnell finden. Ja, Trolls gibt's immer überall. Das ist. Aber da können wir ja als Chat auch immer ganz gut mit umgehen als Stream, ne? Also ihr und ich auch. Das sehe ich immer sehr entspannt, ne? Also manche Leute sind ja auch nicht mal Trolls, sondern haben halt wirklich eigene Ansichten. Also eigen im Sinn von eigen. Ich habe keine Ahnung, was ist hier, warum da jetzt die Gruppen da nicht schaltet. Aber gut. Ja, aber genau, das war ja das Beispiel von letzter Woche. Aber meine Freundin hat 300.000 Subs auf YouTube und ich moderiere da die Kommentare. Was da manchmal so geschrieben wird, aber man lernt halt mit gewissen Sachen anders umzugehen. Ja, das ist so. Man lernt anders damit umzugehen, vor allem lernt man das nicht persönlich auf sich zu beziehen, weil die Leute, die das schreiben, oh, jetzt haben wir das gleiche Problem wie im Video, ich krieg die Krise. Die Leute, die das schreiben, die kennen dich ja persönlich nicht. Die kennt dich einfach nicht. Also darf man sich sowas auch nicht persönlich nehmen. Ich meine ja, manche wollen nicht trollen, sondern haben von Natur aus eben ihre eigene Ansicht. Mädel! Ist das dein Ernst? Mach ich platt. Klima. Ja. Gut, weiter geht's. Sie werden Autogramm. Ja. Hast du was Schönes auf dem Kühlergrill? Ja, ein Stern. Hat er irgendwie gut gemacht, wie gesagt, eine Frau aufgegabelt. Das habe ich schon vor 16 Jahren. Das muss ich nicht mehr. Stand am Kühlergrill, aber kein Baum. Was ist denn das? Das ist doch ein Baum. Am Baum. Achso, sorry. Ja, hat wen aufgegabelt? Ach, Yogi.
Warum ist nun schon wieder Allrad? Achso. Ja, ein Stern am Baum, das wäre ja da oben. Also, das würdet ihr doch sowieso nicht sehen. Ist doch vergebene Liebesmühe. Am Pinocchio, genau. Unten abschneiden. Digga, das ist ein Plastebaum. In der Halterung. Schneid ja nichts ab. Nur ein Stern. Ich habe 6 Sterne. Moin in die Runde. Campervirus, moin. Was sind 6 Sterne? Was hat denn 6 Sterne? Nico, moin. Der Baum ist einfach nur ein Mod. Ach, ihr seid alle einfach nur ein... Du bist einfach nur ein NPC. Niemand... Baum... Mann, lass meinen Baum in Ruhe. Ihr mögt ihn doch ganz genauso. Subaru, ja, stimmt. Ich komme halt jetzt hier echt nicht. Was ist denn das? Was ist denn... Ach, ich weiß, was es ist. Ja, oder? Guck mal, was macht der denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ich möchte von hoch... Ach, Leute, eh. Jetzt geht's. Ich bin zu... Ich bin blöd einfach nur. Weil 4 low komme ich hier hoch. Nur 4 high halt nicht. Spielst du schon die 4-fach? Nein, ich werde auch nicht auf die 4-fach umziehen, weil ich müsste halt... Ich hätte hier unten lang fahren sollen. Ich müsste halt wieder einen neuen Spielstand anfangen. Wieso hat mein Baum einen Lua-Fehler? Ey, du kannst ja eigentlich Allrad im MB-Truck drin lassen. Martin, moin. Der Martin hat's schwer, Leute. Martin spielt auf Mac und auf Mac ist das Ganze mit Script-Mods nach dem Update einfach mal nicht mehr spielbar. Komme ich da oben eigentlich lang? Das ist halt richtiger Abfuck. Den Weg fahren wir auf gar keinen Fall. Gut. Du springst aber auch jedes Mal an, wenn es um den schönen Baum geht. Naja, das wollt ihr doch nur. Weißt es doch. Auf der Map Wasser, unten an der Landstraße, gibt es einen Bachlauf. Und da musst du einfach nur den Schlauch reinhalten. Der hat schon immer das Problem in Real mit H2 und L2. Ist halt dann wahrscheinlich auch eine relativ gute Übersetzung, so angelehnt am Realen. Also wahrscheinlich vom realen Datenblatt. Ist ja halt demzufolge auch geil, dass wir das Problem praktisch auch haben. Ja, super. Ist doch auch schön, Yogi. Ist doch auch schön. Was habe ich denn für ein Problem?
Stoll Super 1 nutze ich. Außenmotor. Ach, du grüne Neune. Oh ne, Licht dort ein Front, Licht dort eine Paletten. Oh ne, ne? Katastrophe. Ja. RIP. Oh, super funktioniert der Mod mit dem Aufstapeln. Oh, super funktioniert das. Ei, das ist ja, das funktioniert ja 1A. Scheiße. Obwohl, da hinten funktioniert es 1A. Oh, dann lassen wir die hier vorne einfach mal in Ruhe. Kühe. Wieso funktioniert das nur hier vorne? Ja, okay, okay, okay. Hier funktioniert das ja auch sehr gut. Dann laden wir die doch einfach mal auf, easy peasy. Oh, kein Problem. Fahr mal vorbei! Ist doch gar kein Problem. Wie ist Problem. Dein Motto? Hat Gast zwar mal rum und er gibt Kanone, ne? So, dann können wir hier schon mal in die Low gehen. Der MB-Track könnte zu leicht auf der Hinterachse sein. Ja, für Ballen etc. Ja, na, das ist aber nicht so schlimm, weil da kann ich ein Gewicht hinten ranhängen. Aber, wo du natürlich recht hast, das könnte mir jetzt so ein bisschen das Genick brechen. Platz haben wir hier natürlich auch nicht, ne? Nils, dankeschön für den 7. Monat, Mann. Ich meine, aktuell, also mit den Apfelkisten geht's gerade, aber für Ballen könnte es tatsächlich schwierig werden. Dass die BG sieht, Alter, dann ist vorbei. Ich hasse es, ich hasse es. Paletten, Digga, Paletten. Mach Paletten. Macht Spaß. Ich meine, das mit den Staple-Geschichten hier, ne? Dass er das gestapelt ausgibt, ist eigentlich eine feine Sache. Hast du schon eine Löwe der Trolle-Anschluss beim Fiat und ein Fotomecher gefunden? Nee. Nicht weinen schaffen, sagt man. Ich mach doch. Nein! Oh, fuck. Ach, Sascha, ja. Ich lade mir da nicht immer Leute ein, die immer alles können, oder was? Ich lade mir da immer noch Leute ein, die überfordert sind, weißt du doch.
Ach, Menno, ey. Ist der M-Betrag nicht einfach wegen der Vorderachse? Also ich, ja, ist alles cool. Das war ja jetzt mein Fail. Ich habe aber hier auch null Platz. Das ist alles... Im LS25 wünsche ich mir mehr Radiosender. Ach, da kannst du da selber im Hintergrund anmachen. Aber ich dächte, kann man... Ich weiß nicht, ob man das verändern kann. Aber du kannst ja doch jederzeit irgendwie Radio so anmachen. Oder? Katastrophe alles. Tausender, genau, 411er fahre ich hier. 411er, Tausender glatt, 95 PS. Meinung zum GTA-Trailer? Alter. Shut up and take my money. Das ist das einzige Spiel auf Erden, und das war bei GTA schon immer so, wo ich mir extra eine Konsole für hole. Das wird hundertprozentig passieren. Ist ein geiles Geschoss, ne? Ist die alte Variante. Ich glaube, boah, was ist denn das? 83 bis 87 oder sowas? 95 PS, hier schon angeschrabbelt überall. Im Übrigen auch sehr geil, dass das beim Stoll Frontlader ebenso auswählbar ist, dass das alles schon so ein bisschen abgeschrabbelt ist für den Aufkleber, ne? Mega. Ich finde, das matcht ganz gut zusammen, so. Ich habe halt hier nur einfach keinen Platz. Oder ich müsste den Anhänger einfach vorne platzieren. Aber wo ist nicht einzeln? Einfach vorne platzieren. Und dann die Paletten einfach. Ich glaube, so machen wir es auch vorsichtshalber. Das ist halt echt so ein Problem, wenn ich mein Werkzeug selber nicht sehe. Ja, ich sehe die Zinken halt nicht. Okay, dort sind sie. Okay. Okay, okay. Also in der Ruhe liegt die Kraft. Nee. Ich sehe ja nix, nix. Ah, ja, sehe ich auch nix. Aber hör mal, ich war doch bestimmt... Ah. Ich habe keine Ahnung, ob GTA Smart Konsolen Unicorn. Bei GTA 5 war das so. Ich glaube, bei San Andreas war das so. Bei Vice City war das so. Ja. Mir wird es das für einen Spielerechner eh nichts bringen, weil ich habe zu Hause einfach keinen Platz mehr für einen PC. Sodass ich mir, also maximal halt an den Fernseher anschließen. Sodass ich mir das dann sowieso lieber auf Konsole reinziehe, sowas, wisst ihr? Weil in Schlafzimmer wieder ein PC. Nee, nee. Soll für die neuen Gen. Vorhin hat jemand geschrieben, die neuen Generationen, gerade bei Microsoft, kommen erst 28. Das würde dann ja nicht hinhauen. Ich hasse das. Ich hasse Paletten. Echt, ich hasse es einfach. Ich meine, ja, ich könnte die Äpfel jetzt auch einfach... Ich könnte die auch einfach liefern lassen zur Apfelproduktion, aber ich dachte mir, Mann, das machst du selber. Naja. Aber jetzt entweder glitscht es oder ich stelle mich gerade an. Ich denke eher zweiteres. Ja. So, die lassen wir da stehen.
Ich hab satt. Wir stellen den jetzt irgendwo hin, wo ich Platz habe. Wir stellen den irgendwo hin, wo ich Platz habe. Irgendwo da vorne für quer und dann fahren wir die. So macht der keinen Sinn. Ey, hab ich die Handbremse nicht angezogen. Junge. Das ist aber gefährlich. Würdest du es streamen wollen? Nee. Nee. Auf Agrable passt auch nur Agrar. In welcher Form Agrar auch immer, aber Agrar. Ich weiß es nicht, ob das für PC jemals kommt. Kein Plan. Servus liegt gerade mit gebrochenem Sprunggelenk flach. Endlich wieder Zeit, euch anzuschauen. Oh ne, Florian, was machst du denn? Ey, danke für deinen 30. Wie, warum? Deichseldrehen ist in Ordnung. Du hast nur Konsole. Ich habe keinerlei Informationen und keinerlei Ahnung, aber ich denke auch. Der Konsolenmarkt, Freunde, gerade bei so einem Spiel. Ich denke mal, bei GTA machen bestimmt nahezu 90% Konsole aus. Ist ja schon im LS locker 70%, wenn nicht noch mehr. Also Apple haben wir ein paar produziert, ne? So ist es nicht. Oh nee, Florian, oh nee. GTA gibt's Heldfrüchte, blaue Bohnen. Okay, der war flach, finde selbst neues. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Frank, Grüße. Akra, servus, Frank. Ja, nee, also werde ich hier nicht streamen. Wir bleiben schön bei GTA und... lol! Wir bleiben schön beim LS. Und hoffen, dass dann vielleicht nächstes Jahr... Naja, nächstes Jahr weiß ich noch nicht, aber... Dass dann eher bald ein anderer Titel noch kommt. PC-Spiel schon lange die Mehrzahl? Nee. Auf gar keinen Fall. Ich kenne die offiziellen Zahlen nicht, aber ich prognostiziere locker 70-80%. Konsoleros, dass sie den Hauptanteil machen. Im 22er. Sven, moin. Janis, moin. So, wir werden den hier unten abstellen. Am Straßenrand. Anders geht es nicht. Konsoleros gibt es bis dato mehr als PC. Naja, reicht doch. Spielen am PC ist auch viel, viel teurer. Komm, also wenn wir jetzt so diese Titel vergleichen. Ich sag mal, um GTA 5 auf 4K geil zu spielen, reicht es auf der Konsole halt, was kostet so eine PS5 ohne Laufwerk? 450 Euro? Schaffst du ja mit dem Rechner niemals. Simulatoren ist halt ein bisschen was anderes, finde ich. Simulator auf Konsole ist für den Casual vielleicht mal ganz cool. Aber so für Leute, die deeper ins Game wollen, ist es, glaube ich, nichts. Also es kommt drauf an, wie du das Spiel spielst halt, ne? Bin mittlerweile von der Konsole weg, wenn es um Online-Spielen geht. Sehe ich nicht ein, Geld dafür zu bezahlen, um mit Freunden spielen und reden zu können. Ja. Es gibt heute einen neuen, ja, den Truck hier halt, nur für Konsolen eben, ne? Ist ja geil.
zahle 19 Euro pro Monat auf 2 Jahre für meine PS5. Du hast ja deine PlayStation im Prinzip finanziert, oder was? Bobcat zum Äpfelladen wäre gut. Boah. Ich sag mal, wir können ja auch, wenn Guten wir das wissen... Abend. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Yo, Dr. Neon, guten Abend. Wenn wir das wissen, können wir ja von der Sache her auch unseren Avant mitnehmen. Ne? So ist es ja nicht. Ach du grüne Neune, wie mache ich denn das hier? Ich sehe nichts, nichts. Wie soll ich denn das machen? Das geht gar nicht. Wer sowas freiwillig gern macht, hat er nicht mal... Das geht nicht! Es geht nicht! Da sind die Äpfel hin. Ach, Katastrophe. Calimero, die sind kaputt. Moin, grüß dich. Und sowas macht Sascha in First Person, macht er gerne und gut. Na, da spawnt eine Palette. Ich glaube, ich werde irre. Ne. Schluss. Wir lassen es liefern. Schluss, aus, Ende. Sehe ich nicht ein, kriege ich nicht hin. Nervenzusammenbruch. Gar keinen Bock. Kannst ja keinem erzählen. Komm. Verteil. Nee. Freunde, da bin ich, ja, ist mir völlig egal. Da bin ich ehrlich, da kapituliere ich. Macht's doch selber. Was ich hier an Diesel und Zeit verballer. Es fehlen Äpfel, dann mache ich es mir alle selber. Komm, Abmarsch. Was, wer kapituliert? Ich kapituliere vorm Laden dieser Paletten hier auf unebenem Gelände. Jeder fängt mal klein an. Irgendwann klappt das. Nee, Dr. Neon. Ich weiß nicht, wie lange du mir schon zuguckst. Also mindestens seit... Doch, weiß ich. Also mindestens seit ein 17er. Und... Nein. 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 Frontlader ist ein Stoll FZ. Stoll Super 1. Gibt's auf dem Modder. Stoll Super 1.
Na, wenn du hier, ja, so ein Bobcat, das würde vielleicht gehen. Auch der Avant würde gehen, aber das hier, das ist Pain, das geht nicht. Nee. Nee, Dr. Neon. Sechser von denen ist echt schön, fehlt nur DBL. Habe ich mir auch schon mehrfach gesagt. Und die Palettengabe aus dem DLC. Nee, ich hab keinen Bock. Das dauert zu lang, Leute. Das dauert viel zu lang, was ich hier an Zeit verballer. Um die Paletten von A nach B zu bewegen. Wir füttern gleich mal noch eine Runde am Hof. Da geht das alles, aber Paletten, Digga, pff. Nee. Ich bin völlig verkrampft. Mir tun richtig Schultern weh. Ich bin völlig am Ende. Stolz wie Oscar. Digi, das ist ja auch geil. So soll es doch sein. Im nächsten Update von Dashboard Live gibt es auch eine übelste PDF-Dokumentation dazu. Da steht alles beschrieben. Und dann gibt es den Agacom Waffel, der beispielsweise Tutorial-Videos macht. Stopp. Muss ich hier hoch? Nein, hier muss ich doch nicht hoch. Noch eine weitere. Anhand von der Agacom-Waffe habe ich es gemacht, genau. Er hätte da 2, 3, 4, 5 Videos und zeigt, wie das geht und ja. Toppi. In 1100 bin ich mal echt gefahren. Dieser Fahrer kommt für viel Zeit schon sehr gut. Und für meine Meinung nach keinen anderen Trecker aus dieser Zeit kann er mithalten. Kann ich nicht beurteilen. Ich würde es übelst gern mal real fahren wollen. Videos von Magnus. Ist das Agacom Waffel? Weil Magnus sagt mir jetzt nichts. Welchen Gang haben wir denn jetzt? Ja, das passt. Schlüter? Was meinst du mit Schlüter? Markus. Also. Auf die Tür, auf! Ach. Das Play. Wir hatten früher 1300, jetzt leider nur noch 900. Das Einzige, was hier kaputt war, sind halt die Batterien. Ja. Ist schon geil. Ist schon geil. Schilder war da seinerzeit voraus, habe ich mal gehört. Könnte ich die MB-Trax mir dann... Keine Ahnung. Topografiepunkte, also wirklich, es ist Irrsinn. Ja, Chris, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
kommt noch ein bisschen drauf an. Ein MB-Truck muss halt erst Luft aufpumpen. Beim Schüler fährst du halt gleich los. Gut, vielleicht nicht mit jedem. Ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Oh, nee, ey, Yogi. Das musst du halt auch hier reinbauen, Digga. Also, wer hier lädt, der muss wirklich Nerven aus Stahl haben. Kurze Frage für Dunkel. Ich habe gerade ein HDMI gegen ein Displayport-Kabel ausgetauscht. Jetzt flackert der Bildschirm dezent. Puh. Flackert. Hast du noch ein anderes Kabel vielleicht? Ein Displayport-Kabel? Oh, den ist ein Boomer, Gavi. Junge, 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 Junge. Floppy, danke schön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. So, ladet mal schön ab da. Na, hier können wir mal ein bisschen wieder auseinandergehen mit der Palettengabel. Probier's mal aus, weil das Flackern deutet eigentlich entweder auf ein defektes oder schlecht geschirmtes Kabel. Wir müssen hier mal, Freunde, noch ein Bild machen für Thumbnail. Nicht, dass ich das schon wieder vergesse hier. Nee, sag mir, da komme ich jetzt nicht ran, oder was? Werbung, es tut mir leid, ich habe es schon wieder abgeändert. Ihr habt es vorhin gesehen, Leute, das mit der Werbung war ein Riesen-Fail meinerseits. Ist im Donnerstag wieder alles normal. Entschuldigung. So. Gerade Werbung gehabt, aber nur 1x30. Na, das wäre ja okay. 1x30, das ist doch okay. Wenn das dann so verteilt ist. Na, da sehe ich jetzt ja kein Problem. Oder? Also. Dann ist ja prima. Vielleicht hat er es ja doch schon übernommen. Vielleicht hat er es ja doch schon übernommen. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt es ja aber davor 3x8. Ja, das kommt ja nicht mehr vor. Das kommt ja nicht mehr vor. Habe ich ja schon gesagt, dass wir das bereits geändert haben. So, schauen wir mal, was die Bildbearbeitung draus macht. Ja, aber das ist halt das Ding, was Twitch einfach nicht versteht. Guck mal, ihr habt jetzt 30 Sekunden. 30 Sekunden, da verpasst du nicht viel. Ja, aber, also da, ne, 30 Sekunden, das ist okay. Ja, genau. Ich persönlich finde 30 Sekunden auch nicht schlimm. Aber halt hintereinander weg, ein paar Mal 30 Sekunden zusammen, das ist halt nicht gut. Also von mir aus soll das Twitch dann halt so machen, du hast am Anfang halt 30 Sekunden, dann hast du mal eine Midroll, dann hast du wieder 30 Sekunden, dann hast du mal eine Midroll. Aber schön, dass ich am Trigger... Das Triggern, ich ärgere mich einfach selber darüber, dass ich gedacht habe, dass sie das angepasst haben. Ich dachte einfach, okay... Ne, am Anfang war das übel verrufen, es haben sich übelst viele beschwert, vielleicht haben sie es jetzt gecheckt. Nee, haben sie leider nicht. Also, ja, das triggert mich, aber weil es mich halt ärgert, so, weißt du? Ja, du verärgerst halt deine Zuschauer damit und das ärgert mich. Also klar triggert mich das. Ah, hat Yogi ja Wasser rangebastelt? Stopp, stopp, stopp. Nee. Oder?
Nee, an der Fabrik leider nicht. Oh, schade, 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 schade. Ja, 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 ja. Daniel, moin. Jetzt muss ich den MB-Truck drehen, um die anderen Paletten. Oder was ist denn mit meiner Schulter? Was ist denn da jetzt los? Ich bin nicht sauer, ich guck dir gern zu, weil es keiner Content ist. Da nehme ich auch ein bisschen wenig. Ja, ja, Android, nee, ja. Ich persönlich, mich stinkert das ein bisschen an. Aber wie gesagt, geändert habe ich's. Danke für die lieben Worte, ist auf jeden Fall nett von dir und von euch. Wenn man selber den Häcksler in Gras fährt und Auto da abfahren soll, braucht man viel Geduld, okay? Da habe ich ja wiederum null Erfahrung. Katastrophe. Würdest du auch mit Oldtimern spielen? Noch älter als das hier? Nee. Der Steffen der Galgenberg war übel gut. Nur jetzt auch noch das Ballenlager. Ja, das Ballenlager. Ne, das hier ist ein Youngtimer. Das Ballenlager, so wie der Hof ist auf der Vierfach, so jetzt in der V2, das wäre sehr schön. Yogi hat vorhin gesagt, mal schauen. Und darauf, dabei belassen wir es. Ich will ihn da auch nicht stressen. Das ist ja auch der Mensch, ich weiß gar nicht, wie er das alles macht. Ja, das wäre Zucker auf jeden Fall. Meine Maschinen so 60er, ja, nee. Wäre mir persönlich zu alt, muss ich sagen. Herr Yogi, fühlt dich jetzt nicht also da festgenagelt, ne? Also ich sag ja nur, wäre schön. Wäre schön, bald, schnell, wäre schön. Nein, Mensch, du weißt, wie es ist. Die Map ist wunderschön, so wie sie jetzt auch ist. Gut, Wasser noch an der Apfelsaft. Aber die Map ist schön, wie sie ist. Alles gut. Apropos, ihr seid nicht genügend reich gefahren. Die haben heute Insolvenz angemeldet. Nein. Echt? Shit. Krass, okay. Ja, mal gucken, von wem sie gekauft werden, ne? Irgendjemand wird sie ja dann zu einem guten Konkurswert kaufen. Also, naja, Moment. Also, Vorsicht. Firmeninsolvenz. Reich hat Insolvenz angemeldet. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Investor kommt und in Reich investiert oder eine andere Firma Reich ein Angebot macht bzw. sich einkauft. Damit wäre dann die Insolvenz wieder vom Tisch. Also halt die Frage, ob sie die Insolvenz dann wirklich durchziehen oder ob sie gekauft werden. Ich persönlich habe keine Ahnung, wie gut Reich aktuell im Markt ist mit ihren Produkten. Keine Ahnung. Im Spiel werden wir es ja glücklicherweise immer irgendwie haben, ne? Oder hatte Reich auch eine Originallizenz? Mit dem LS? Wäre auch schwierig. Weil irgendwann laufen ja so eine Lizenzgeschichten auch ab, ne? Wo parkt man den mal hin? Ich muss noch Wasser nachladen. Sie machen Insolvenz in Eigenverantwortung. Ja gut, in Eigenverantwortung müssen sie das ja auch erstmal machen. Das ist ja schon klar. Also dann wird ein Insolvenzverwalter bestellt und so weiter und so fort. Aber eine Insolvenz in Eigenverwaltung funktioniert nicht.
Ja, dazu benötigt es einen Insolvenzverwalter. Oder meinst du, dass es mit ihrem Verwalter abwickeln wollen einfach? Na schade, ne? So, mal gucken, haben wir standardmäßig Reisch drin? Rudolf, Brandner, Fliegel, Strautmann, Krone, Annenburger, Bergmann, Farmtech, nee. So, dann haben wir an der Apfelsaftproduktion Äpfel. Ja, Wasser haben wir noch genug. Und hier ist schon wieder alles fleißig am Produzieren. Dann ist er gut. Ich denke mal, ihr lieben Liebenden, ich fahre den MB-Truck jetzt zurück. Mit den Äpfeln oben, ja, das lassen wir jetzt einfach liefern. Ups. Allrad wollte ich ausstellen. Flex mir am Arsch, ey. In Eigenverantwortung wurde keine Insolvenzverwalter bestellt, wenn ich das richtig verstehe. Die entwickeln ihr eigenes Sanierungskonzept, Gläubiger sind aber erstmal raus. Dann ist es aber keine Insolvenz. Also eine Insolvenz ist ja per Definition eine Zahlungsunfähigkeit. Und das auch keine ganz, ganz kurze, sondern es ist eine Zahlungsunfähigkeit. Das bedeutet, wenn du Insolvenzantrag stellst und du stellst ja den Antrag, außer ein Gläubiger stellt ihn für dich, das wäre schlecht, muss ein Insolvenzverwalter bestellt werden. Was anderes wäre jetzt, wenn Reich sagt, Mist, wir sind pleite und probieren jetzt mal ganz schnell noch mit einem Sanierungskonzept, ob wir es wieder hinbekommen. Aber selbst dann, bei Insolvenzfall, muss ein Verwalter rein. Wenn jetzt hier jemand da mehr Ahnung hat von, kann er mich gern berichtigen, aber ich meine wohl, dass das so ist. Dietrix, Dankeschön für dein halbes Jahr. Aber dass ich mal Recht und Steuern hatte, ist auch schon wieder Monde her. Es kann sein, dass es irgendeine Frist gibt, wo du dann was vorlegst und ja. Das ist natürlich auch möglich. Moped Freak, grüß dich. Ein Ding der Kämpfe auch, ne? Achso, Tiere hätte ich noch machen wollen hier, aber das schaffe ich jetzt nicht. Aber wir müssen nämlich echt mal gucken, dass wir auf der Landersum die Tiere noch machen. Ne, ne, du verwechselst das mit Konkurs. Bei Insolvenz besteht ja Aussicht auf Fortführung. Stimmt. Der Geschäftstätigkeit in der Insolvenz muss nicht zwingend der Externe bestellt werden. Das entscheidet letztlich das zuständige Gericht. Ja, gut, aber ich glaube, das ist sehr selten, dass das ohne Verwalter vonstatten geht. Es ist halt die Theorie. Aber wie gesagt, da stecke ich auch also nicht mehr in der Thematik drin. Ich hatte das vor ewigen Zeiten mal. Im Zuge der Ausbildung, das ist aber halt wie gesagt Monde her. Dombo, Grüßli, Müsli. Ach, furchtbar. Grüß dich, Dombo. Frag doch Habeck, der kann erklären, was Insolvenz bedeutet. Nicht witzig, Jogi. Dafür musst du nämlich du und ich und wir alle in die Tasche greifen. Und das ist auch nicht alleine Habecks Schuld, aber ich habe keinen Bock, hier Politik zu machen. Ich habe auch keinen Bock auf Politik-Bashing. Versteht ihr, was ich meine? Gibt immer zwei Seiten der Medaille und es gehören auch immer mindestens zwei dazu. Da ich ja noch Konsolenspieler bin, sage ich jetzt einfach mal, dass der MB-Träger einer der besten Träger ist. Ja, 100 Pro. 100 Pro.
Also für Konsolen auf jeden Fall. Es ist auch so, das Ding ist tippitoppi. So, ich switch mal eben schnell, aber das Gute ist, Freunde, ich habe vorhin schon die Mods runtergeladen. Hoho!